typisches Thema. Es ist ziemlich kalt draußen, winterlich noch draußen. Ich meine, klar, die Sonne scheint heute schön, aber wir haben 0 Grad, ziemlich kalt. Und was macht man da jetzt? Natürlich Auto waschen gehen. Richtiges Wetter natürlich. Ich habe mir dort mal so ein paar Sachen besorgt. Die werden wir heute mal so testen, mehr oder weniger. Ich würde sagen, we go in, friends. Wieder so ein Riesenberg hier. Und zwar früher habe ich ja immer so hier Auto gewaschen. Da kam ja dann auch der ein oder andere lustige Kommentar, was die Scheiße soll. Kann ich völlig nachvollziehen. Das ist nämlich einfach Müll. Dafür habe ich jetzt mir so einen coolen Waschhandschuh geholt. Heißt, man kann jetzt hier einfach so rein. So reinbotten. Und dann hier so schön sauber machen. Das ist natürlich viel, viel weicher von der Oberfläche her und somit besser für den Lack und kann ich also nur weiterempfehlen. Ich werde ihn heute mal testen, aber davon habe ich bis jetzt nur positive Sachen gehört. Alle Links natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Also das New. So, dann haben wir hier, das ist der Einsatz für hier. Weil früher hatte ich ja immer, gut, die Mikrofasertücher muss ich natürlich auch mitnehmen, so ein Eimer hier, sage ich nichts dazu. Und das ist jetzt das Coole an dem Eimer. Das erste Coole ist, dass er 30 Euro gekostet hat mit Versand. Das ist schon echt heftig, für ein Stück Plastik, wenn man das mal so nimmt. Aber der Mehrwert ist, denke ich mal, 30 Euro wert. Warum? Und zwar kann man hier das Ganze jetzt rausdrehen. Hier sogar noch Wasser drin. Sehr gut, Max. Ich bin echt nice, Mann. Ich habe auch extra geguckt, dass das wirklich dicht ist, dass man das in das Auto stellen kann. Das war ein bisschen ein Kampf, weil du diesen äußeren Ring ganz schön drauf drücken musst. Das hat funktioniert. So, jetzt kriege ich aber das Ding hier nicht rein, ne? Doch. Also wie gesagt, das steckt man hier außen drauf und dann hast du hier so ein Gewinde drin. So, erster Riesenvorteil natürlich hier dieser Schmutzfang, der dann hier so unten drin liegt und der den Schmutz dann unten lässt quasi. Und man kann den Schmutz nicht mehr mit dem Waschhandschuh oder mit irgendeinem Schwamm oder so noch aufnehmen und dann wieder auftragen auf den Lack und dazu halt dann das verkratzen, sondern so bleibt halt der Schmutz unten. Ziemlich nice eigentlich. Sieht man jetzt nicht viel so. Das Coole jetzt an dieser ganzen Konstruktion ist, Autoshampoo, verlinke ich euch mal was Geiles. Ich habe mir das damals nur so in der Not geholt. Nicht so das 10 aus 10 Teil. Die Kappe. Ich nehme ein bisschen mehr, aber ich will, dass die Scheiße alle wird. Übrigens will ich 2022 noch die 50.000 Abonnenten erreichen. Unterstützt mich dabei und abonniere unbedingt diesen Kanal, Freunde. So, und jetzt kann man hier warmes Wasser reinlaufen lassen. Also jetzt nie heiß, aber warm. So 20 Grad, sage ich jetzt mal. Lass uns ein bisschen wärmer reinlaufen, weil ich habe noch ein bisschen Anfahrweg und ich tue dann das nochmal vor Ort nochmal aufschreiben quasi. So, das reicht. Wir haben jetzt hier die Hälfte ungefähr mit richtig warmem Wasser. Das wird dann verdünnt mit kaltem Wasser oder lauwarmem Wasser und dann passt das. Und ich fahre jetzt noch eine halbe Stunde oder dauert jetzt noch eine halbe Stunde, bis ich wirklich wasche. Aber wir haben jetzt hier drinnen richtig schön warmes Wasser. Geil natürlich. Gerade richtig geil zwei Brötchen reingeknallt, richtig geil mit Lachsschinken und Honig-Senf-Soße.
top, Freunde. Jetzt habe ich hier diesen, jeder kennt es hier, diesen anderen Müdigkeitskick. Das ist natürlich jetzt, was ich mir jetzt geholt habe, mit dem Eimer, mit diesem Waschhandschuh. Das ist wirklich das Premium-Zeug. Das ist wirklich dieser Ferrari unter den Handwaschsachen. Also das ist wirklich heftiges, gutes Zeug. Und da ich sowieso nur Handwäsche mache, lohnt sich das für mich auch. Ich meine, klar, das hat jetzt einmalig 50 Euro vielleicht gekostet, alles zusammen. Also 30 Euro Eimer mit Versand und 15 Euro der Waschhandschuh sind 45 Euro. Aber für mich lohnt sich das. Ich würde sagen, der Wascheimer an sich, der lohnt sich, denke ich mal, für die wenigsten. Also wenn man natürlich nur Handwäsche betreibt, macht er natürlich Sinn und ist dann wirklich sehr, sehr gut auch. Und das ist wirklich somit eigentlich die lackschonendste Wäsche. Außer gut, zwei Eimer-Prinzip wäre jetzt noch das Nonplusultra, also dass man zwei Eimer hat. Halt ich persönlich, aber bin ich ehrlich, so weiß ich nie. Man tut ja vorher den groben Schmutz absprühen, so für nicht so geil. Vor allem der Eimer hat so ein hohes Volumen, also da passen gefühlt 15 Liter rein. Also, aber für jemanden, der jetzt so, sag ich jetzt mal, so immer mal so switcht und so, boah, okay, ich fahre mal in die Waschstraße, okay, mal Handwäsche, okay. Wisst ihr, wie ich meine? Da reicht auch dann ein normaler Eimer zu. Also ist jetzt nicht so dieses Must-Have. Man kann ja auch zwei normale Eimer nehmen und dann immer dort reingehen, das grob ausbringen, sage ich mal, den groben Dreck und dann ins nächste rein. Da braucht man nicht unbedingt den Wascheimer. So kann man das auch eigentlich ganz gut machen. Der Waschhandschuh ist eigentlich, den finde ich zum Beispiel wieder wichtig und richtig, weil er halt durch diese Mikrofaseroberfläche halt eine sehr, sehr feine Oberfläche hat und dadurch kannst du halt nie wie bei dem Schwamm irgendwas da kratzen. Der Riesenvorteil ist auch zum Schwamm, ihr seid ja mit eurem Finger da drin, heißt ihr könnt dann super auch in Ecken reingehen, also der Schwamm ist für mich echt so ein, der ist echt geil. Ob ihr jetzt genau den nehmt oder einen anderen nehmt, ist immer so, ist halt die Sache, wo ich halt dann sage, ja, okay, ich benutze das, das ist ja so ein Teil, was man halt dann immer benutzt, sage ich mal. Das hält vielleicht dann 2-3 Jahre. Und ob ich jetzt dort 5 Euro spare oder 5 Euro mehr bezahle, greife ich halt lieber zu einem etwas besseren Produkt und ich weiß halt, was ich habe. Muss jeder für sich selber entscheiden. Das Shampoo ist wirklich essentiell, Waschshampoo. Also wenn ihr, sage ich mal, keinen Waschhandschuh nehmt und den Eimer nehmt und der tut mir 2 Eimer-Prinzip waschen, und nur mit, was weiß ich, mit einem Schwamm. Der Schwamm ist echt nicht so geil, aber dann nehmt auf jeden Fall ein ordentliches Shampoo, weil das Shampoo macht echt viel aus und sorgt auch dann für den Glanzgrad und so. Genau, also das Shampoo ist echt essentiell. Da verlinke ich euch mal ein sehr, sehr gutes. Das werde ich mir demnächst auch ziehen, weil das ist einfach, das braucht man einfach. Also kein Bock mehr mit so einem Müll zu arbeiten. Jetzt habe ich einmal so das geile Zeug, wisst ihr, wie ich meine? Da macht keinen Sinn mehr, sich so ein drittklassiges Gelumpe zu holen aus dem Kaufland. Meine Meinung ist jetzt nicht unbedingt eine schlechte Marke, aber ist halt nicht so das Beste. Und wenn ich jetzt immer das, ihr wisst, was ich meine, Freunde. Ja, am Ende wollte ich eigentlich nochmal Keramik versiegeln jetzt. Wenn ich immer richtig geil wasche, dann will ich das gleich versiegeln eigentlich. So alle 3 Wäschen oder so. Habe aber meine Keramikversiegelung in der Garage vergessen. Max, der smarte Boss, man kennt ihn, sage ich jetzt nichts dazu. Ich verlinke euch nochmal so ein paar andere Videos zum Thema Waschen und Keramikversiegelung. Schaut dort gerne vorbei. Wenn dir das Video gefallen hat, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. In diesem Sinne, haut rein und tschüss.